Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu ExoSockt und Exos und ahmt mal seinen Sohn Tim. Ja, ExoSockt Sims 4. Genau, das war's gewesen. Und ja, er möchte mit der kleinen Tochter, mit der Enkelin quatschen. Jo, wo rennt er jetzt hin? Jetzt will er wieder zu Tim rennen. Ich scheine hier irgendwelche Entscheidungsprobleme zu haben. Ja. Was ist los? Yo. Okay. Lockere Unterhaltung. Ja. Schauen wir mal. Ja, Sozialität brauchen wohl bei beide. Boah, geht so. Bei ihr zumindest. Wie sieht's hier aus? Da ist das Schaumbad. Ja. Chirpin Kutin, ja. Die kann doch hier sicher noch mit unterhalten. Oder nee, wir lassen sie eine Recherche machen. Falscher Charakter wieder mal. Hahaha. Ha, ha. Web. Recherchieren. Kunstreferenzen. So, es muss doch langsam mal gehen hier mit den Kunstreferenzen. Sonst krieg ich echt hier die. Die Superkrise, es geht gar nicht. So. Ja. Gut, du darfst definitiv mal hacken. Wo haben wir das hier? Programmieren. Hacken. Und zwar den Einhorn-Rettungsfonds. Plaudern? Nee, ist nicht. So. Okay. Was mache ich? Ich mache mal ein bisschen Sport, genau. Bisschen Sport ist nie verkehrt. Und zwar laufen ohne Schweiß mit geschwellter Brust. Genau. So muss das sein. Da hinten ist das Gerät. Geh mal rüber. Okay. War da warten ein Wahlgeräusch mit dem alten Modem? So, jetzt sind wir bei der Hackerei. Ja, so richtig klischee-mäßig hacken 7 Millionen Fenster offen. Ja. Wenn Klischee, dann richtig Klischee. Wie sieht's denn bei ihr aus? Hat sie es jetzt geschafft? Oh, sie hat es geschafft. Aber jetzt schon schlafen ist blöd. Die ist blöd. Du wirst definitiv nochmal ein klassisches Gemälde malen. Genau, es ist mir noch zu früh. Ah. Und die kleine Kima. Oha, die kleine Kima isst gerade nochmal was. Das ist richtig, aber die kleine Kima muss dann auch mal die Toilette verwenden. Und die kleine Kima braucht... Nö, die braucht keine Hygiene. Das heißt, danach kann sie schlafen gehen. So, schlafen. Okay. So, hier läuft nochmal die Hackerei weiter. Hecke. Necke. Ja, spannende Geräusche. Ja, und dann mit alten Modemgeräusche. Schnapp, ups, ups, so. Und flackert nicht so. Ach, 4 Minuten. Ach so, hält das noch. Sehr konzentriert. Das heißt, wenn ich sehr konzentriert bin, wird doch beim Hacken noch ein bisschen was rauskommen, ne? Hoppala. Oh, da ist was passiert. Was ist denn passiert? Programmierfähigkeit erreicht. Aha, ich kann freiberuflicher Programmierer werden. Nö, das werde ich nicht machen. Also nicht bei Ihnen. Na, was los? Komm! Ach, hin! So, ihr habt ein bisschen Geld. Wir gucken mal, dass wir nochmal ein bisschen Geld rauskriegen. Programmieren, hacken. Den Lothario Treuhablisufon. Genau. Darfst du da mal hacken? Hacken.
Hoppala, das war die falsche Taste. So, wie sieht's denn hier aus bei ihr? Bei ihr sieht's eigentlich auch ganz gut aus. Da kommt auch bald wieder Kohle rein. Kohle ist nie verkehrt. Ah? Wow, ein tolles Gemälde. Was ist los? Ja, ein Meisterwerk fertiggestellt. So, wir werden mal das in der Kunstgalerie verkaufen. Mal gucken, wie viele Kohlen das bringt. Ja. Boah, 2K noch was. Sehr schön. Und dann wird sie schlafen gehen. Schlafen. Genau. So, jetzt ist er nur noch wach und Opa ist noch wach. Opa macht ein super Training und hier werden ein Computer komische Geräusche gemacht. Dann haben wir nochmal was gehackt und dann kommt der letzte Hack-Mack. Dann machen wir nochmal Hacken wie Landgrabsysteme. Das sind ja die ganz reichen. So, hacken, 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 hacken. Er muss zur Arbeit in 2 Tagen, also er hat Zeit dafür, das geht schon. Ja, hacken wir mal hier. Joa, Opa will pennen. Lassen wir mal pennen. Machen wir hier mit den Hacken ein bisschen leiser. Joa. Und damit ist das auch fertig. Gleich hat das. Und ping. Gut. Das heißt, dann kann er hier auch schlafen gehen. Sehr schön. Kohle, Kohle, Kohle. Mal gucken, wie weit sind wir hier. Ah ja, die Hälfte haben wir durch. Die haben wir durch. Nicht verkehrt. Gut, dann ist die ganze Familie am Schlafen, wie man sieht. Wie sieht denn das Dach übrigens aus? Irgendwas stimmt ja nicht. Ach so, okay. Oh, hier diese Höhe gefällt mir aber gar nicht. Das sieht ein bisschen blöd aus. Das gefällt mir gar nicht. Das muss ich nochmal ändern. Ja. Machen wir es so. Oh, da kann man mit leben. Das geht schon besser. Ja, ja, so ist besser. Mensch, das sind so buggy Stellen sozusagen. Ja, das geht gar nicht. Ja, so langsam fühlt sich der. Ich wollte schon sagen, es ist ein komischer, komischer, grisseliger weißer Rand. Das ist diese. Ja, diese Grundstücksgrenze. Ja, die Grundstücksgrenze. Können das hier mal ein bisschen netter anordnen, wa? Netter anordnen. Das ist so eine Nettordnung. Nett. Jetzt ist es nicht eine Ordnung. Oder lasse ich es noch ein bisschen so chaotisch? Wir können natürlich auch so einen schönen Steingarten machen hier. Guckt der Zwerg von hier hinten raus. Machen wir hier mal das hier hinter. Joa, kann man so machen. So, hä? Kann man hier den ja vielleicht dazwischen stellen? Joa. Mal ein bisschen so andere Ordnungen hier reinmachen. Ja, so hier. So ein Halbkreis. Ja, sieht nicht schlecht aus. Ja, kommst du oder kommst du nicht, du? Böses Grün. Oh, ich krieg das hier nicht erwischt. Warum krieg ich das nicht erwischt? Hallo? Jetzt hab ich's. Ja. So kann man das machen. Dann kann man die hier so reinstecken, so. Der hat die da reingesteckt. So, dann machen wir hier nochmal eine Gartenkarte. Die machen wir hier vorne. Das ist doch ganz niedlich.
machen wir hier mal die großen Dinger. So. Das stört der andere noch. Mal so. 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 Und der hier so ran. Ja, sieht noch ein bisschen geordneter aus. Ja, der Garten ist noch nicht so weisheitsletzter Schluss. Definitiv nicht. Der wird sich definitiv hier und da noch mal ein paar Mal verändern. Weil so ganz zufrieden bin ich mit dem Garten als solches ja noch nicht. Muss man ja mal so sagen, wie es ist, ja. So, und dann kann man die hier so ein bisschen reinstellen. Die verstecken sich da so ein bisschen. Sind ja Gartenzwerge. Verstecken sich ja oft im Grünen. So in der Natur. Sind ja so diese freiwilligen Helfer im Garten, die ja sozusagen, ja, nicht immer so in Erscheinung treten eigentlich. Also, ja. So sind die Gartenzwerge. Oh Mann. Jetzt bin ich schon wieder hier am Rumfriemeln. Wollte ich eigentlich gar nicht. So ist das. So. Jetzt sind die sozusagen alle mal hier dran. Warte mal, was ist denn das hier für eine Pflanze? Ach, das ist eine Nutzpflanze. Das ist die Pflanze mit Nutzen. Ja? Die Nutzeblume. So, und hier kommt der hier vorne ran. Ich muss mal gucken, wie ich den hier so drehen kann. Ich will das mal gucken, ob ich das mittig reinkriege. Boah, geht so. Ein bisschen Abstand noch. So oder so? So. Genau. Ja, so kann man es haben. So sieht der Garten langsam etwas schöner aus. Hier ist dann nochmal ein Einzelner, der nennt sich Hopper. Ne, den will ich da nicht haben. Hopper kommt hier hin. Da so rein. Der steckt sich hier mal so dazwischen. Halt, das sah doch gerade besser aus. Genau, so. Und dann will ich mal gucken, dass ich hier das hier auch noch ein bisschen besser hinkriege. Einmal so, einmal so. So, dann machen wir mal einmal Abstand. So, das ist ja hier der Nutzbereich des Gartens. Einmal so, einmal so. Einmal so. Thomas haut da gerade nicht hin oder sieht das nur so blöd aus? Der sieht nur so blöd aus, weil das so blöd aus... so blöd aussieht. Ja, ich bin auch nicht so ganz zufrieden mit dem Garten, man merkt das. Aber es sind halt manchmal so Dinge im Leben, die sind so wie sie sind, weil sie so sind. Ja, wir können ja mal so diesen Abstand beibehalten. Dann passt das auch ganz gut. Genau, machen wir so. Diese beiden machen wir nochmal eine so hin und der eine so hin. Ja, so ist es ein bisschen besser. Wir könnten das hier, das Ding hier nochmal ein bisschen in die Richtung bewegen. Mach ich auch mal. Ja. So ist das Ganze ein bisschen netter. Kommen die Gartenzwerge auch wieder so ran hier, so ein bisschen unter dem Gebüsch hier. Und der eine machen wir auf der Seite so rein und dann dürfte das, ja, ein bisschen netter aussehen. Mal gucken, ob wir den nochmal reinkriegen hier. Ja, der versteckt sich da so, genau. Sieht ein bisschen netter aus. Machen wir mal bei denen auch nochmal näher rankriegen. Genau. Die verstecken sich dann so da drin, ne? Ja. So geht das. So geht das. Na, er will nicht so, wie ich will. Ja, wenn er nicht will, dann bleibt er so. Könnte hier vielleicht draußen nochmal so Sitzmöbel hin machen. Ich weiß es gerade nicht. Schauen wir mal. Hier sowas, Außenmöbel. Hier ist sowas, ist nett. Tisch mit so eine Schirme. Haben wir noch einen netteren Schirm oder sowas? Nee, war.
Der hier macht keinen Plusbonus. Auch nicht, auch nicht. Das ist also reine Optikgeschichte. Eieieiei. So ein Parabon haben wir hier ohne, wa? Die müssen wir uns, glaube ich, zusammen friemeln irgendwie, wa? Irgendwie sowas. Boah. Die Parabon, dann würde ich da hinten hin machen oder sowas, ja? Terrassentisch mit Glasplatte. Ich überlege, was man hier nehmen könnte. Boah, so ein fieses. Sowas fieses. Was ist hier mit Rot? Sieht so ein bisschen nach Urlaub aus. Könnte man hier hin machen. Jo. Dann brauchen wir natürlich auch noch Sitzmobiliar da dran, ne? Tschubiu, Komfort 1. Ja, sehr schön, dass du ein Komfort hast, aber hier ist nicht noch mehr mit Komfort. Der sieht aber hässlich aus. Oder? Obwohl der geht. Müssen wir mal gucken, welche Farben wir haben. Mitten in Rot. Naja, könnte man mal probieren. 1, 2, 3, 4. Joa, kann man so nehmen, ne? Das könnte ja noch mal ein bisschen leider nach vorne so ein Stücke. Kann ich ja hier mehrere Sachen markieren oder sowas? Nee, kann ich nicht. Schade. Wäre nämlich auch lustig gewesen. Beleuchtung. Eine Mondblüte. Oh, ich weiß, wo wir so eine Mondblüte hinmachen. Die macht aber kaum Licht. Nee, die taugt nicht. Die taugt nichts. Die taugt auch nicht. Haben wir hier keine richtige Stehbeleuchtung? So eine große? Nur sowas? Das ist ja auch so ein Riesending. Nee, das geht gar nicht. Hier was moderneres. Macht die ja nicht richtig Licht oder was? Zeigen hier für welche habt, das waren die. Aber die macht Licht. Machen wir mal eine hier in der Ecke ran. Genau, da hat man nämlich einmal hier Licht auf der Seite. Und ja, hier passt die nicht hin. Da müssen wir sowas Verspieltes hier nehmen, so eine Blüte hier. Was für Farben gibt denn die? Oh, so ein kupferliches, genau. Gucken wir mal, ob wir die so sauber rankriegen. Hier immer so von der Seite. Und einmal von der Seite. Ja, das kann man so machen. Dann haben wir hier so verschiedene Mondblüten. Mondblüten. Wachsen ihr auch? Ja, die Mondblüten. Und die Mondblüten. Wachsen ihr auch? Ja, da sind sie auch. Die Mondblüten. Die Mondblüten. Wachsen ihr auch? Ja. So. Oh, die sehen sogar gut aus, wenn man die so hinsetzt. Muss ich mal sagen. Ja, die Mondblüte. Oh, hier passt die da auch noch rein. Genau. So, so sollte reichen. Ja, ich muss mal sagen, das sieht nett aus. Schaut euch das mal an. Ja, wenn man hier so schaut, hier so mal so eine klassische Beleuchtung, damit man hier im Dunkeln noch spielen kann. Und dann hat man hier die Mondblüten und die Mondblüten gefallen mir wirklich. Mondblüten. Sehr schön. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Ist denn noch jemand wach? Schläft, schläft, schläft. Gute Nacht. Gut, dann lassen wir sie mal hier mal durchschnuddeln. Jo. Alle mal am Schlafen. Und es wird Tag. Wer ist denn hier als erster wach? Noch keiner. Doch, die kleine Kima. Die kleine Kima ist wach. Die kleine Kima. Ihr ist unwohl. Sie hat definitiv Hunger.
Gut, dann wollen wir hier mal eine schnelle Mahlzeit. Sie kriegt da Cerealien. So am frühen Morgen. Wobei, warte mal, was ist denn das da? Arme Ritter, die sind verdorben. Ja, verdorbene arme Ritter, weg damit. Will keiner haben. Schmeckt ja auch nicht mehr. Hat die auch ein Handy? Die hat auch ein Handy. Aha. Kinder können keine Gesellschaftsereignisse planen. Ja, das wäre ja auch so ein Ding. Kinderfreundliche Website durchsuchen. Aha. Service engagieren. Aha. Einladen hier abzuhängen. Spiel spielen. Telefon leise stellen. Ah ja. Warte mal. Zwei Radiosender. Ich werde hier irre. Einer reicht. Definitiv. So, danach darfst du definitiv einmal das hier verwenden. Und dann darfst du auf alle Fälle mal duschen. Und zwar darfst du eine erfrischende Dusche nehmen. Genau, du gehst energiegeladen heute zur Schule. Und energiegeladen bedeutet bei dir im Fall, du bist konzentriert, Hausaufgaben sind abgeschlossen, Aufgaben sind gelöst. Ich überlege gerade, was. Genau, wie weit ist die Fähigkeit gewesen? Genau. Drei Motorik, das heißt ein bisschen noch und dann hast du die Motorik durch. Dann hat sie die Motorik durch. Eine Motorik. So, was ist mit ihr los? Sie hat Hunger. Sie hat Redebedürfnis. Hunger wird sich schon drum gekümmert. Das heißt, dann kann sie sich schon mal das sozusagen essen. So. Opa pennt. Vater pennt auch noch. Die Kleine geht in der Dusche. Hat hier erstmal die Gerätschaften. Über den Jordan gejagt. Na gut. Hat sie ganz gut hinbekommen. Oh, die Kleine singt richtig. Was singt sie denn? Sing mal. Da, 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 da. Ja. Mutter futtert. Mutter ist gut im Futter. Hunger läuft. Alles in Ordnung. Im grünen Bereich sozusagen. Um 8 Uhr geht es zur Schule, das heißt, es geht gleich zur Schule, da muss ich nichts mehr großartig anfangen. Und ja, 6 Minuten, 5 Minuten. Umarmen. Nein, glaube ich nicht. Nein, nein, nein. Siehst du, nun geht's zur Schule. Und tschüss. So. Frau Mama, was ist los? Du darfst hier einmal aufräumen und Mr. Opa hat Hunger, der holt sich auch schon was. Sehr schön. Und Frau Mama darf dann einmal ins Web, sie darf recherchieren, eine Kunstreferenz. Guck mal nach, ob sie jetzt das gleich nochmal hinbekommt. Ich hoffe schon, ich hoffe. Wäre natürlich gar nicht mal so grundverkehrt. Also. Wenn sie das hinbekommt. Ja. Lassen wir sie mal sozusagen mal gucken, dass die Kunstreferenz nochmal reinkommt. Halbe Stunde. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich hoffe mal. Ansonsten eine Stunde. Naja, könnt ihr hinhauen. Naja. Er hält sie natürlich auf. Du sollst sie nicht aufhalten. Du sollst dann lieber hier mal. Mensch, du sollst das Ding ja mal lieber dann reparieren. Da haben wir mehr von. Wo lässt er das Essen? Das Essen lässt er natürlich da. Ganz großes Kino. Das darf er dann sozusagen danach aufräumen. Wie weit ist sie? Naja, das könnte knapp werden, aber es klappt. Schauen wir mal, ob es jetzt auch wirklich hinhaut. Ja! Juhu! Okay. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. So. Er macht sauber. Und danach darfst du hier einmal die Teile rausholen. Teile, Teile, Teile. Dann darfst du hier einmal aufwischen. Sehr schön. Na, was los? Wisch mal. Nee, erstmal Teile rausholen.
Dubidubidu. Und danach darfst du hier wegwerfen. Ich habe ein Geräusch gehört, das heißt, mein Sohn ist wach. Der Sohnemann, der gute Mann. Das ist doch der, der immer kann. Oh Gott, der war echt billig, aber pff, was soll's. Hier ist ja nicht alles immer voller höchsten Qualität. Ich schau mal nach, ob wir hier chatten können. Haushaltsspiel spielen, mehr Auswahl bereitstellen, Comedy, Charisma. Mehr Auswahl, Geschicklichkeit, Kontakte knüpfen. Im Internet stalken, Brieffreund finden, chatten mit. Ja, er wird sie ja mal mit ihr chatten. Er wird sie sozusagen mal zur Rede stellen, warum, ja, warum sie da, das alles immer so kaputt macht. Ja. Vielleicht hat sie ja auch noch einen schlechten Tag gehabt, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Könnten ja Maya Müller nochmal eine Chance geben, ne? So theoretisch. Oh ja. Wenn ich 10 Titel habe. Ups, Entschuldigung. Dann kommt definitiv gut Kohle rein bei 10 Titel. Und da man ja richtig viel programmieren kann, wie gesagt, der läuft ja immer noch, dieser Newsreader. Geht da einiges. So. Er wird auf alle Fälle hier mal aufräumen. Und dann wird erstmal der Garten gemacht. Der Garten, Garten, Garten. Garten, Garten. Da darfst du erstmal der Garten fliehen. Und ich muss mal gucken, ob der Garten jetzt sogar noch verfeinerbar ist. Das weiß ich jetzt nicht. Da müssen wir mal schauen. Oh, da blinkt zumindest was. Das heißt, weiterentwickel mal der hier. Ist hier noch einer am Blinken? Achtet mal drauf. Ja. Weiß nicht. Nö, 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 nö. Veredeln, bla, sowieso. Alles ernten. Er kann ja mal das hier veredeln. Danke sehr. Dann kann er theoretischerweise auch das hier veredeln mit das hier, danke sehr. Dann kann er zum Beispiel das hier auch nochmal veredeln. Mit das hier, danke sehr. Dann könnte er zum Beispiel das hier veredeln. Danke sehr. Dann könnte er mal zum Beispiel edeln, 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 edeln. Nö, das geht nicht zu edeln. Warum auch immer. Ja, das könnt ihr veredeln. Und mit das hier. Danke sehr. Ja, ich glaube, mehr geht da nicht gerade. Gut, schauen wir mal weiter. So, er ist dann hier am Chatten. Sozialitäten durften wieder ein bisschen höher sein. Oder? Ja, ein bisschen. Telefon. Maya Müller. Ja. Aha, erst chatten wir mit dir und dann kommst du so telefonisch ran. So, wie gesagt, ich will der Dame nochmal eine Chance geben. Ich bin ja, manchmal bin ich nachtragend, aber man muss nicht immer nachtragend sein. Weil eigentlich war sie ja eigentlich ganz nett. Sie hat ja eine Menge gemacht und so. Ah. Ja, es ist gleichzeitig am Chatten und bla bla. Joa. Plaudern. Läuft das jetzt synchron oder geht das so? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal ja. So, wie sieht's hier aus? Oh, was ist da passiert? Qualität ist gestiegen, harte Arbeit hat sich ausgezeichnet. Aha, eine ist jetzt on the top. Schaut euch das mal an. Eine ist jetzt on the top. Hm? Sehr schön. Eine von 10. Das heißt, wir sind sozusagen auf dem richtigen Weg. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und wenn das durch ist, ihr glaubt gar nicht, wie glücklich ich dann bin. Dann bin ich richtig glücklich. So, okay. Was ist da jetzt? Hier ist alles in Ordnung. Das heißt, der wird jetzt hier einmal rangehen. Geht dann eine Programmierung. Geht dann hier an die Hecken. Hecken geht nicht. Du machst dein Raumschiff weiter, genau. Bau fortsetzen. Du musst anfangen in 2 Tagen. Geht eigentlich. Okay. So, wie sieht's hier aus? Sozialitäten sind soweit in Ordnung. Das heißt, du wirst dann anfangen zu programmieren. Und zwar weiter das Videospiel programmieren. Das heißt, du machst den Chat hier mal zu Ende. Chatten, chatten, chatten.
Okay. So, jetzt ist er richtig am Quasseln. Da geht die Sozialität nochmal richtig in die Höhe. Das ist die Höhe der Sozialitäten. So, und dann geht er dann in der Programmiererei. Und dann haben wir hier Tim, der Heimwerker-Raumfahrer. Genau. Tim Quantum, der Heimwerker-Raumfahrer. Der baut sich sein eigenes Raumschiff zusammen. Wenn da mal was nicht funktioniert, dann kann er sich nur selber die Schuld geben. Ist natürlich auch blöd. Aber man hat weiß wesen, was man gemacht hat. Das ist natürlich dann der Vorteil. So, da Vater ist am Programmieren. So, jetzt wollen wir mal kicken. Hälfte ist durch. Das dauert ja richtig lange, bis so eine Rakete fertig ist. Ja, das ist der Wahnsinn. Ich bin mal neugierig, was das für eine Fähigkeit überhaupt ist, die er da macht. Welche wird denn da höher? Ah, Raumfahrttechnik. Es gibt diejenigen, die lieber mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben und den Kopf gesenkt halten. Du gehörst nicht dazu. Sprenge die Ketten des Hier und Jetzt und nimm die Herausforderung an. Baue, verbessere und fliege mit der Raumfahrttechnikfähigkeit an Orte, die noch kein Sim zuvor gesehen hat. Die Raumfahrttechnikfähigkeit kann mit dem Raketenschiff verbessert werden. Mit steigender Fähigkeit kannst du schneller bauen und neue Verbesserungen für das Raketenschiff freischalten. Ja, okay. Level 3. Wahnsinn. Da stand gerade noch ein bisschen mehr. Ich habe es nicht ganz richtig gelesen. Kann jetzt Kraftstoffspeichertanks an Raketen erweitern. Ja, sehr schön. Dann machen wir mal alte Berichte weg, damit er nicht irgendwann mal wieder anfängt zu meckern. Ja. So, 16 Uhr ist bald. Dann müsste die kleine Kima nach Hause kommen. Beziehungsweise ist schon zu Hause. Gerade angekommen. Und sie wird dann als erstes. Ihr wisst schon, was sie macht. Genau. Sie wird Hausaufgaben mit links erledigen. Hausaufgaben mit links erledigen. Hallo, die Kleine macht sich. Die Kleine macht sich wirklich, ja, muss man mal sagen. Und danach wird sie definitiv die Motorik machen. Der Motorik. Ja, ist gerade nach Hause gekommen. Zurück. Freitagnächte sind gut geeignet, zum Zweien in Einsen zu verwandeln. Ah ja, okay. Vielleicht sollte sie dieses Ziel in Angriff nehmen. Freitag ist schon. Oh, das ist schon Freitag. Mensch. Ja, so ist es. Ja, und sie kann dann zwei in einen verwandeln. Das ist sehr schön. Sie ist eine Zweier-Grundschülerin, hat sie gemacht. Fähigkeiten, das heißt also, sie wird der Motorik machen danach. Aber erstmal gucken wir mal die Grundbedürfnisse. Ja, Grundbedürfnisse sind ein paar vorhanden. Das heißt, wenn sie das dann durch hat, wird sie hier einmal öffnen. Sie hat richtig Hunger, sie hat richtig Knast ohne Ende. Warte mal, dann machen wir nochmal hier öffnen. Ich habe nämlich hier gerade einen Teller gesehen. Ja, das will er nicht machen. So, okay, das will er machen. Gut, danach darf sie auf alle Fälle mal gucken, das komplette Hygieneprogramm durchgehen. Das heißt, einmal wie ein Piesel, wie ein Champion, dann darf sie die Zähne putzen. Und danach darf sie ein Schaumbad nehmen, weil Spaß muss sein. Wunderbar. Gucken wir mal, ob welche Pflanzen hier blinken oder nicht. Schmeiß gerade immer so mein Auge ruf. Ja oder nein? Irgendwie nein, wa? Nee, nee, da blinkt nichts. Das ist immer so vergebliche Liebesmüh. Blinkst oder blinkst nicht. So, spielen, spielen und spielen. Hoppala, nicht dahin gehen, das ist Quatsch. Die ist ja schon dann da. Spielen. Bitte nochmal, wenn Liste leerer ist. Ja. Gut. Wie sieht die Rakete aus? Rakete ist, dauert noch ein bisschen. Und hier, der Programmiererei ist zwar schön und gut, aber du sollst das Ding erstmal reparieren. Dann gucken wir mal, was wir hier irgendwas noch machen können. Verbessern. Selbstreinigung, robuste Armaturen. Das ist alles ganz schön und gut. Und Frau Mama kommt nach Hause. Frau Mama, was hast du denn?
Pause, befördert. Oh, befördert zu hungrige Künstlerin. Alantania wurde befördert und ist jetzt hungrige Künstlerin. Sie verdient jetzt 3 Simoleon mehr pro Stunde, was einen Tageslohn, Stundenlohn von insgesamt 26 Simoleon pro Stunde ergibt. Sie hat zudem folgenden Bonus erhalten. Einmal Kohle und eine Studie des simlischen Körpers. Oh, des simlischen Körpers. Ja, und ihre nächste Schicht beginnt am Samstag, also morgen direkt. Aha, das heißt, die Sonntag und Montag hat sie Pfarrei. Und mal gucken, was sie jetzt sozusagen erfüllen muss. Aber das machen wir in der nächsten Folge erst, das gucken, weil ich sehe gerade, wir haben wieder, ja, überzogen ein paar Minuten. Also, ciao, ciao, bye, bye und bis zum nächsten Mal.